Hallo und herzlich willkommen beim Hagebaumarkt Ebster. Mein Name ist Simon Lau und wir werden ein bisschen über die Teichpflege reden, da jetzt die perfekte Zeit ist, um einfach ein bisschen den Teich auf Vordermann zu bringen. Also es gibt verschiedene Produkte, zum Beispiel wie das Teichfit oder Teichstarter oder Eigenmittel, was halt auch ganz wichtig ist für grünes Wasser, wenn es einmal umkippen sollte, oder generell einfach für Blaualgen oder Fischmineral. Dann haben wir verschiedene Tester, dann haben wir noch Sauerstoff aktiv und genau, das ist halt einfach so mal das Grundwichtigste, was wir brauchen. Jetzt gehen wir einfach direkt ins Detail. Dieses Teichfett zum Beispiel ist die Grundpflege für den Teich. Das ist gegen Ammoniak und Schwermetalle und es neutralisiert halt eben auch diese Werte von dem Teich. Das heißt, das Wasser kann da nicht kippen und Sie müssen es erstmals nie testen mit pH-Wert, KH-Wert und GH-Wert. Dann als nächstes wird ihr mit dem Teichstarter anfangen. Das entfernt schädliche Stoffe wie zum Beispiel Chlor und aktiviert diese Bakterien im Teich. Das heißt, dass halt der Teich nicht so schnell umkippen kann. So, als nächstes würde ich dann mit dem Algosol anfangen, wenn das Wasser grün ist. Das ist gegen Schwebealgen und Blaualgen. Das neutralisiert einfach das Wasser und reduziert diese Algenbildung. Und dieses Fischmineral ist einfach eine Vitalkur für den Fisch, wenn Essstörungen vorhanden sind. Und dann gibt es halt eben noch ein Pflanzenhilfsmittel. Das ist so quasi Dünger für Teichpflanzen. Also ganz wichtig bei der Anwendung ist generell bei den Produkten, was wir jetzt vorgestellt haben, dass Sie diese Pulver nicht vorher anrühren, sondern Sie können es direkt einfach in den Teich einschütten. Einfach nur schön einmal rumrum und dann wirkt das auch schon. Und bei weiteren Fragen können Sie gerne uns besuchen kommen.